Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir wieder ein neues Unboxing. Und zwar packen wir heute aus von Nameless Media Naked Weapon in der Büstenedition. Viel Spaß dabei. Und heute packen wir zusammen aus von Nameless Media Naked Weapon in der Büstenedition. Die Box beinhaltet ein Mediabook und eine Büste von Maggie Q. Also nicht Maggie Q hat sie nicht hingestellt, sondern Maggie Q ist als Büste abgebildet. Dann packen wir mal aus. Dann haben wir hier als erstes einmal einen kleinen Flyer. Naked Weapon Zertifikat. Mit dieser einzigartigen Sammleredition haben sie sich schon jetzt ein Stück Filmgeschichte gesichert, denn die Auflage dieser exklusiven Box ist limitiert. Die Nummer ihres Exemplars ist 679 von 1000. Da ist das gute Stück. Wie ihr gesehen habt, der Karton war schon ja, verdammt groß. Die Büste ist auch verdammt groß. Vor allen Dingen ist sie verdammt schwer. Ja, die ist auch... Seht ihr das? Das Ding ist... Ich würde schon fast sagen, die ist massiv. Wie schon bei der anderen Büstenedition vom Schuttfighter. Ja, mit Büste. Ist auch hier wieder die Büste. Die ist fantastisch gearbeitet. Auch vom Gesicht her. Ist einfach ist klasse, ist top. Ja, also wir haben hier die liebreizende Maggie Q zum Anfassen. Ha. Das musste jetzt sein. Okay, die ist verdammt auch wieder, die ist echt, die ist richtig schwer, die Büste. Ja. Hier unten. Haben wir das Mediabook, da kommen wir gleich wieder zu. Das Mediabook passt in den Sockel rein, wie in der anderen Büste auch schon. Ja. Wir haben auch viele, viele schöne Details. Hier mit, von der Tarnbemalung, Camouflage-Bemalung. Dann haben wir hier, was ich echt klasse finde, das ist das Messer, das sie in der Hand hat. Das ist einzeln, das ist nicht aus einem Block gegossen, sondern das ist wirklich einzeln und fein, ja, ich würde schon sagen, fein rausgearbeitet. Ja, das ist nicht ein so ein Block und hier hängt es so drin, so, sondern das ist wirklich richtig schön vernünftig gearbeitet. Ja, auch genauso wie der ganze Sockel. Wir haben hier so ein bisschen wir haben hier so Blutspritzer drauf. So auf dem Sockel, ich kann das ja noch mal, ich hoffe man kann das sehen hier vorne. Da so. Die gute Maggie Q zum Anfassen aus dieser Büste von Nameless Media. Top, also zur Büste einwandfrei. Richtig gut, gefällt mir richtig gut. Ja, dann kommen wir zum Mediabook. Das Mediabook hat das Cover. Ich weiß jetzt nicht, ob das das alte VHS-Cover ist. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist auf jeden Fall eins von den Cover-Artworks. In diesem Mediabook befinden sich leider nur eine Blu-ray. Warum auch immer. Das
die Rückseite nochmal. Mach das halt, aufklappen, dann ist hier Mediabook typisch, diese ganzen ein bisschen Text zum Film, dann haben wir ein paar Bilder aus dem Film raus, ein paar Screenshots. Also alles in allem okayes Mediabook. Warum auch immer da jetzt eine Blu-ray nur drin ist, wäre jetzt nicht meckern, aber sonst sind da immer mindestens eine DVD, ist sonst immer noch mindestens eine DVD bei. Okay, Edition, Wüstenedition, also für mich persönlich hat sich gelohnt, das Ding zu kaufen. Zumal ich finde den Film auch cool, ich fand ihn damals schon gut. Ich finde ihn jetzt immer noch gut. Das Teil hat eine coole Edition bekommen, die sich meiner Meinung nach echt lohnt. Wer keinen Bock hat auf die Büste, sagt, brauche ich nicht. Der kann sich immer noch das Mediabook holen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Armoury-Auskopplung davon gibt. Man kann sie aber auch einzeln sich besorgen, ohne die Büste. Und top. Also richtig coole Edition mit einem okayen Mediabook. Zack. Wir haben uns gar nicht den Karton angeguckt. Ist mir gerade noch eingefallen. Karton haben wir Vorderseite. Ist auch wieder das Cover-Artwork drauf, zur Hälfte. Was das ist, weiß ich nicht. Es sieht so aus wie durchgeglühtes Metall mit Einschusslöchern. Das ist auf der anderen Seite haben, ist es auch. Und die Rückseite mit dem Packungsinhalt. Das war's auch schon von mir. Nameless Media, Naked Weapon Limited, Büstenedition. Nee.